Liebe Theaterbesucher, ich darf Sie einladen zu unserem neuen Theaterabend. Ich brauche keine Millionen, ein Marika-Röck-Abend. Schon seit vielen, vielen Jahren habe ich immer gedacht, ja, Marika Röck, das wäre mal ein Abend für dich. Da kannst du schauspielen, da kannst du tanzen, da kannst du toll singen und hoffentlich das Publikum begeistern. Das Wahre, was mich anbetrifft, habe ich da ein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Das ganze Stück spielt sich auf drei Ebenen ab. Da ist als erstes die Musik. Der Abend lebt ja vor allem durch diese feinen und witzigen musikalischen Arrangements, die ja die Choreografie und die Regie stark inspiriert haben. Hits wie In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, Für eine Nacht voller Seligkeit, Ich brauche keine Millionen. Also wirklich die Titel, die man auch mit Marika Röck verbindet, aber eben teilweise ganz anders arrangiert. Auf der zweiten Ebene des Stückes erfahren wir etwas über Marika Röck, über ihr Leben, über ihr Wesen. Sie wird engagiert bei den berühmten Hoffmann Girls als Elfjähriger. Du zweifelst nie, gibst nie auf. Ja, überzeugen sind nur die Überzeugten. Das bin ich nicht. Unsere Bühnenfigur setzt sich mit der dominanten Figur Marika Röck auseinander. Ich bin kein naive Diva mit Vaterkomplex, kein ewig junges Stehaufweibchen. Ich habe nicht ein grenzenloses Selbstvertrauen. Und das geht nicht immer glimpflich ab, denn dabei werden natürlich auch kritische Fragen gestellt. Und da hast du es einfach abgeschaltet. Dein Gewissen. Oder? Die sprach auch immer so und sie war von sich unglaublich überzeugt und sie konnte singen und sie konnte tanzen und sie konnte erzählen und war eine Bützschnüdel, wie wir das hier in Sachsen sagen. Also die größte Herausforderung an diesem Abend ist für mich wirklich das Tanzen. Das war Schwerstarbeit. Für mich muss ja auch alles ganz leicht und einfach und entspannt aussehen. Und dann hat dieses Stück noch eine dramatische Ebene. Denn abgesehen von der Auseinandersetzung mit der Röck hat unsere Figur noch ganz andere, ganz aktuelle Probleme. Abgesetzt. Diese große Kleinigkeit. Da kommt alles raus, was bei mir hier im Herzen, in meinen Beinen und überall drin ist. Traumhafte Musik, meine Damen und Herren, traumhafte Darsteller. Kommen Sie zu Ich brauche keine Millionen. Mir fehlt kein Pfennig zum Glück.